Mein Name ist Herbert Moritz. Ich bin am 30. März 1927 in Salzburg geboren. Mein Vater war Karl Moritz, vom Beruf Oberkellner und etwas später stellvertretender Landesobmann der Gewerkschaft der Gastgewerbebediensteten. Meine Mutter Maria Emminger, Tochter eines Salzburger SPÖ-Funktionärs. Ich bin in Salzburg aufgewachsen, in die Pleinschule gegangen als Volksschüler. 1937 bin ich in das Realgymnasium eingetreten. 1943 wurden wir von der Schule weg zur sogenannten Heimatflak einberufen. Das war eine gleichsam paramilitärische Organisation von Jugendlichen, die die Fliegerabwehrkanonen zu bedienen hatte. Daneben hatten wir auch noch etwas Schulunterricht. 1944 bin ich zur Wehrmacht eingezogen worden, nach ganz kurzer Ausbildung an die Front geschickt worden, verwundet worden und Ende des Krieges in Kriegsgefangenschaft geraten. Ich bin aber schon im Sommer 1945 wieder nach Hause zurückgekehrt und habe im Oktober 1945 als Volontär beim damaligen Demokratischen Volksblatt, dem Landesorgan der SPÖ, meine politische Laufbahn begonnen. 1946 begann ich mein Studium der Geschichte, Germanistik, Philosophie, Psychologie in Innsbruck. Das habe ich dann ein Jahr später in Wien fortgesetzt mit dem Hauptfach Zeitungswissenschaft, Geschichte, Germanistik und so weiter. 1950 habe ich promoviert mit Auszeichnung mit einer Arbeit über Parlament und Presse in Wien und bin dann als Redakteur in das Demokratische Volksblatt berufen worden. Ende 1950 wurde die Salzburg-Redaktion aufgelöst, der Druck des Blattes wurde nach Linz verlegt, mit großen Schwierigkeiten. Und hier war eine Lokalredaktion verblieben, der ich dann bis 1969 angehört habe. 1956 bin ich dem damaligen Chefredakteur Josef Kaut nachgefolgt, der in die Landesregierung gerufen wurde, und die Leitung der Redaktion übernommen. 1969 hat mich dann Karl Steinach in die Landesregierung geholt, mit den Ressorts Kultur, Naturschutz, Landeshochbau, zum Teil auch mit Raumordnungsfragen befasst. Auch die sozialen Agenten waren zum einen Teil mir zugeordnet. 1976, nach dem Ausscheiden von Karl Steinacher, wurde ich zu seinem Nachfolger als Landeshauptmannstellvertreter gewählt. 1978 zum Landesparteiobmann der SPÖ. 1979 hatten wir sehr erfolgreiche Wahlen geschlagen, konnten damals Mandate gewinnen, auch das dritte Regierungsmandat wieder zurückerobern. Und 1984 war das Ergebnis weniger gut, da hatten wir also Verluste zu erleiden, konnten allerdings den dritten Regierungssitz behaupten. Im September 1984 wurde ich dann vom Bundeskanzler Sinowatz eingeladen, das Unterrichtsministerium zu übernehmen. Das habe ich dann geführt bis Februar 1987. Es war die Zeit der kleinen Koalition mit der FPÖ. Eigentlich eine sehr fruchtbare Zeit, in der wir doch einiges mit dem kleineren Koalitionspartner weiterbringen konnten. Es war dann eine große Überraschung und Enttäuschung, dass die FPÖ als Partner in der Regierung durch den Haider-Putsch unmöglich geworden war und wiederum eine große Koalition angestrebt werden musste. Bei diesen Koalitionsverhandlungen habe ich mit dem ÖVP-Minister Neisser das Unterrichtsprogramm erarbeitet und bin dann 1987 im Februar aus der Regierung ausgeschieden, weil ich mich nicht mehr bereit gefunden habe, in einer großen Koalition weiterzuarbeiten, vor allem auf dem Bildungssektor, wo ja eine ganz grobe Blockadepolitik damals schon betrieben worden ist. In meinem Ruhestand bin ich dann vom Unterrichtsministerium in das Kuratorium des Salzburger Festspielfonds entsandt worden, dem ich 7 Jahre lang angehört habe, darunter 2-mal als Vorsitzender. Es war der Beginn der Ära Mortier, die also ganz große Reformen im Festspielbetrieb zustande gebracht hat.
In dieser Zeit habe ich auch zwei Bücher verfasst. Eines über Thomas Bernhard. Warum? Thomas Bernhard war Anfang der 50er Jahre in der Redaktion des Demokratischen Volksblattes als Gerichtssaalberichterstatter beschäftigt und mir zur Ausbildung anvertraut. Da habe ich ihn also ziemlich genau kennengelernt und viel mit ihm zu tun gehabt, nicht ohne Schwierigkeiten. Und ich habe also seine Arbeit dort angeleitet und begleitet. Und nachdem ich später immer wieder zu diesem Thema befragt worden bin, habe ich mich dann entschlossen, selbst etwas niederzuschreiben aus meiner Erinnerung, weil die Wiedergabe also meiner Äußerungen also sehr, sehr widersprüchlich und unrichtig gewesen ist. Das zweite Buch befasste sich mit Begegnungen in den 7 Jahrzehnten. Meine Begegnungen also mit interessanten Persönlichkeiten aus allen möglichen Bereichen. Ich beobachte weiterhin die politischen Ereignisse mit großem Interesse, lese auch sehr viel Grundsätzliches, zuletzt zum Beispiel das Buch von Walter Thaler über die politischen Karrieren in Österreich. Habe in der Pension auch mit meiner damaligen Frau große Reisen unternehmen können. Dies deswegen, weil unser jüngerer Sohn als Außenhandelsdelegierter in Mexiko, in Schweden, in Korea, in Japan tätig war und wir ihn dort besuchen konnten. Meine Frau ist dann 1983 gestorben. Ich habe 2 Söhne, beide sind verheiratet. Der Ältere hat also 2 Töchter. Eine ist Ärztin, die jüngere publizistische Mitarbeiterin in der Medienabteilung des Wiener Spitalsverbundes. Und die hat eine Tochter, das ist meine erste Urenkelin. Ja, ich habe also sehr intensive Erinnerungen als Kind, auch in politischen Dingen. Mein erster politischer Eindruck, der sich in meinem Gedächtnis niedergelegt hat, war, als mich meine Mutter 1932 bei Wahlen in das damals sogenannte Agitationslokal der Sektion in Itzling mitgenommen hat. Da wurde die Verteilung der Stimmzettel organisiert. Es gab damals ja noch keine amtlichen Stimmzettel. Außerdem wurden Strichlisten geführt und Emissäre ausgesandt, um säumige Mitglieder zur Ausübung ihres Wahlrechts einzuladen. Im September 1933 bin ich in die Volksschule gekommen und am ersten Schultag bereits hat der Oberlehrer gefragt, wer von euch ist bei den Kinderfreunden? Da haben sich einige gemeldet, darunter auch ich. Und also, das ist jetzt künftig verboten. Ihr dürft nicht mehr zu den Kinderfreunden gehen. Das ist politische Organisation, das wird nicht mehr geduldet. Lasst euch nicht erwischen. Ich war also eigentlich empört. Das habe ich nicht verstanden, warum das so sein sollte. Und ich bin dann trotz dieses Verbots Anfang Februar 1934 zu einem Kinderball im Arbeiterheim Itzling gegangen. Dieser Ball wurde anlässlich der Eröffnung dieses Arbeiterheims durchgeführt. Das Arbeiterheim war mit auch auf Initiative meines Großvaters geschaffen worden. 14 Tage später, am 12. Februar, hatte mein Vater, der Kellner im KW5-Haus war, an diesem Montag einen freien Tag und ich konnte ihm reden, mit mir Skifahren zu gehen. Wir waren unterwegs mit unseren Skiern in der Bleinstraße. Da lief uns ein Freund unseres Vaters nach, ein gewisser Karl Grill, WR-Schutzbundmitglied, und gesagt, nächstes Mal Skifahren, wir haben Alarm, du musst sofort zum Schutzbund-Treffpunkt kommen. Wir sind umgekehrt nach Hause gekommen, mein Vater hat die Schutzbundjacke angezogen, die Koppen aufgesetzt und ist zum Treffpunkt gegangen. Er ist dann inhaftiert und er ist nach einigen Tagen wieder zurückgekommen. Mittlerweile hatten wir überhaupt keine Nachrichten. Radiogerät gab es damals nicht, auch kein Telefon, was sich an diesem Tag in Österreich abgespielt hat. Meine Mutter ist dann mit mir nach Itzling in die Wohnung der Großeltern geeilt. Der Großvater war auch abwesend, ebenso mein Onkel, der damals noch zu Hause gewohnt hat. Und wir haben dann der Dinge geharrt, die sich draußen abspielen sollten. Wir haben auf den Generalstreik gewartet, man hatte von der Wohnung aus einen Blick auf den Itzlinger Bahnhof, auf den Hauptbahnhof.
Aber die Züge fuhren weiter, das Licht ist nicht aus. Also das Generalstreik hat nicht funktioniert. Nach Einbruch der Dunkelheit erdröhnten plötzlich an der Wohnungstür harte Schläge. Meine Großmutter eilte zur Tür, ich bin mit ihr gelaufen. Standen draußen Heimwehrmänner mit Stahlhelm, Gewehr, Bajonett auf, drangen gewaltsam in die Wohnung ein, stürmten in das Arbeitszimmer meines Großvaters, haben den Bücherschrank ausgeräumt, den Schreibtisch aufgebrochen, Papiere herausgerissen, in Säge gestopft. Und einer von diesen Heimwehrleuten hat auf dem Schreibtisch meines Großvaters ein Bild des Wiener Bürgermeisters Karl Seitz wahrgenommen, damals Vorsitzender der Partei und einer der Freunde meines Großvaters. Er nahm dieses Bild und hat es mit seinen Absätzen, seinen Stiefeln am Boden zertreten. Ich war ungeheuer empört und zornig, konnte aber natürlich überhaupt nichts unternehmen, bin auf die Seite geschoben worden, wir sind abgezogen. An diesem Tag war mein Großvater gewähltes Mitglied des Landtages und der Landesregierung, Präsident der Arbeiterkammer, von seinem Amtssitz weg verhaftet, eingesperrt worden. Ebenso mein Onkel und mein Vater wurden interniert und erst Tage später freigelassen. Bei meinem Großvater hat die Haft sogar einige Wochen gedauert. Das waren natürlich einschneidende Erlebnisse und der Auftritt dieser Heimleute hat in mir einen ungeheuren Hass erweckt. Und ich gestehe heute offen, dass als im Sommer 1934 die Nachricht von der Ermordung des Bundeskanzlers Dollfuß gekommen war, dass ich trotz dieses schrecklichen Ereignisses eine gewisse Genugtuung empfunden habe, dass dieser Diktator, der mit Kanonen hat auf Arbeiterhäuser schießen lassen, ums Leben gekommen war. In dieser Zeit gab es dann eine schreckliche psychische Unterdrückung der Bevölkerung. Vor allem in den Schulen hat sich das bemerkbar gemacht. Wir wurden politisch infiltriert, mussten Abzeichen der Vaterländischen Front tragen. Wer das einmal vergessen hatte, musste Strafen absolvieren. Wir wurden zum Kirchgang gezwungen, obwohl ich gar nicht katholisch war, sondern neukatholisch, musste ich also mit in den katholischen Schulgottesdienst gehen. Und diese katholisch-konservative Ideologie wurde also mit großer Intensität verbreitet und ich galt als Außenseiter, weil man genau wusste, dass meine Familie eine sogenannte Rote war. Das ist damals die Elisabethkirche eröffnet worden, die unmittelbar sich neben unserem Wohnhaus befunden hat. Und die haben eine sehr intensive Werbung unter den Kindern betrieben zur katholischen Jungschar. Ich bin da auch einmal mit hineingelaufen in diesen Garten, aber da stand der Pater und hat mich hinausgewiesen, du hast hier nichts zu suchen. Das waren echt demütigende Erlebnisse. 1938, am 11. März, es war ein Freitag, hat sich abgezeichnet, dass da ungeheure politische Umbrüche stattfinden würden. Es hatte am Vorabend eine große Nazi-Demonstration gegeben mit Fackelzug und so weiter. Und am Freitag war die Vaterländische Front unterwegs, Bundesheer, Lastwagen fuhren durch die Straßen. Und ich bin mit meiner Frau am späten Nachmittag in die Stadt, habe das alles also von außen beobachtet. Dann traf er Freunde und wir gingen gemeinsam in das Haus der Wiener Städtischen Versicherung am Max-Ott-Platz. Da hat einer der führenden Genossen der revolutionären Sozialisten gewohnt. Dort haben sich die Genossen versammelt und wir würden zeigen der Ansprache des Bundeskanzlers Schuschnigg, in der er bekannt gab, dass also man der Gewalt weiche und sich den Deutschen beugen müsse. Er hat damals begründet, dass Österreich keinen Widerstand leisten würde, um den Verlust von deutschem Blut zu vermeiden. Heute weiß man, dass auch nur der geringste militärische Widerstand der Republik gegen die deutsche Übermacht von gewaltigen politischen Auswirkungen hätte sein können. Und man weiß heute auch, dass dieser Widerstand nicht ohne Chancen gewesen wäre.
Warum? Am Samstag wurde durch Rundfunk verkündet, dass also die deutsche Wehrmacht einmarschiert. Und wir Buben in der Bleinstraße sind am Sonntag zu Hause ausgerissen, vorgelaufen zur Kreuzung St. Julienstraße, Bleinstraße und haben gewartet, bis die Deutschen kommen, gegen das Verbot der Eltern. Tatsächlich sind dann kurz Zeit darauf 4 oder 5 sogenannte Panzerspähwagen vorgefahren, heute würde man sagen Rotpanzer, oben auf die Kommandanten in einer schwarzen Uniform und haben uns angerufen, hey Jungs, wo geht's hier zur Postgarage? Wir haben dann gesagt, ja, da müsst ihr da und da, steigt auf, führt uns zur Postgarage. Da sind diese 5 Panzerspähwagen von der Stettinerstraße nach Itzlingen in die Postgarage gefahren. Die befanden sich also zwischen Bahnhofstraße und Itzlinger Hauptstraße. Sind hinein, haben den Tankwart herausgestampert und haben ihn gezwungen, alle 5 Wagen vollständig aufzutanken. Die sind mit dem letzten Tropfen Treibstoff, sind die gerade bis zur Postgarage gekommen, haben natürlich nicht bezahlt, da sind weitergefahren. Das heißt, dass die deutsche Wehrmacht damals schon einen ungeheuren Mangel an Treibstoff gelitten hat. Und ich habe da später mal einen Bericht des Bundesheeres über den Verlauf des deutschen Einmarsches in die Hand bekommen. Daraus ging hervor, dass die Hälfte der Fahrzeuge der deutschen Wehrmacht auf dem Weg von der Grenze nach Wien unterwegs stecken geblieben ist, weil sie keinen Treibstoff hatten oder mechanische Defekte aufwiesen. Also ein gewisser Widerstand hätte die völkerrechtliche Stellung Österreichs nicht mehr vollkommen verändert, er hätte sogar gewisse Chancen gehabt, die deutsche Kriegsmanagerie zumindest in gewisser Zeit lang aufzuhalten. In der Nazizeit also wurde ein unglaublicher Terror aufgebaut. Das begann in der Schule, wir wurden gezwungen, in Lederhosen, weißen Hemden und weißen Stutzen aufzumarschieren, als Hitler im April 1938 nach Salzburg kam, um eine große Kundgebung abzuhalten. Wir wurden im Salzburger Hauptbahnhof in einem Durchgang postiert und ich habe dann den Hitler zum ersten Mal in meinem Leben aus allernächster Nähe gesehen. Mir fiel auf, also diese gespreizte Haltung, mit der er da über die Treppe heruntergestiegen ist. Und ich habe auch diese hellblauen Augen bemerkt, die also später oft so eindringlich beschrieben worden sind, auch von ausländischen Diplomaten. Mir hat er fast den Eindruck einer Marionette gemacht. Als er dann auf den Vorplatz hinauftrat, brach ein ungeheures Geheul los. Da waren ja tausende Menschen zusammengekommen und ein Jubel ausgebrochen, unvorstellbar, eine Massenhysterie. Der Lärm hat sich in den Durchgang noch so verstärkt, dass ich fast von Panik ergriffen wurde und fast davonlaufen wollte. Großvater wurde sofort inhaftiert, mein Vater zur Polizei gerufen, mein Onkel ebenfalls immer wieder von der Polizei vorgeladen. Das war die Aktion dieser heimischen Naziführung, kleinliche Bosheitsakte, aber im Sommer 1938 wurde dann von Hitler der saarländische Gauleiter Bürkel zum Reichskommissar bestellt. Er hat eine vollkommen andere Politik betrieben, war damit dann versucht, die Sozialdemokraten für sich zu gewinnen. Und das war in weiten Teilen der Sozialdemokratie nicht schwer, weil dieses austrofaschistische Regime, dieser kleinliche, hasserfüllte Unterdrückungsapparat einen ungeheuren Hass ausgelöst hatte. Außerdem war die Arbeitslosigkeit so gigantisch, dass die Leute froh waren, irgendeine Änderung zu erleben, gleichgültig von wem sie kam. Also dieses Liebeswerben der Nazi hatte dann tatsächlich in manchen Bereichen durchaus Erfolg. Mir ist in Erinnerung, dass ich als 4- oder 5-Jähriger in der Wohnung meiner Eltern zum ersten Mal Gelegenheit hatte, Radio zu hören, und zwar in Form eines Detektors, das war ein kleines Gerät, da musste man Kopfhörer aufsetzen. Und da habe ich also herumgesucht und Sender gesucht und habe dann plötzlich eine kreischende Stimme gehört, Hitler, bei irgendeiner Ansprache, bei irgendeiner Veranstaltung in Deutschland, ein deutscher Sender. Und ich bin erschrocken über diese grauenhafte Stimme mit ihren intensiven Angriffen auf andere. Und ich habe meinen Großvater davon erzählt, sagt er,
wenn der Hitler an die Macht kommt, das bedeutet Krieg. Also irgendwie war uns klar, dass dieser deutsche Einmarsch mit einem ungeheuren militärischen Apparat eigentlich der erste Teil eines möglichen Krieges sein würde. Wir sind dann auch in der Oberschule, so wurde das Realgymnasium dann umbenannt, zur Heimatflagge eingezogen worden. Das heißt, wir waren noch nicht 16 Jahre alt, mussten Uniform anziehen, haben da in Baracken gehaust und mussten diese Fliegerabwehrkanonen bedienen. Und vor der Einberufung zu dieser Heimatflagge wurden die betreffenden Schulklassen, also 5., 6., 7. Klasse der Oberschule, in ein Ausbildungslager befohlen, das sich in Grödig befand. Das war ein ehemaliges Kriegsgefangenenlager für Russen. Und da wurden wir also ideologisch indoktriniert. Und da haben wir einen Vortrag mitbekommen von dem damaligen Bahnführer Schieder. Er war dann nach dem Krieg einer der Direktoren der ÖVP-Wohnbaugenossenschaft WEB. Da hat er uns Filme vorgeführt über sowjetische Kriegsgefangene, vor allem über sogenannte jüdische Kommissare. Das waren Menschen, die also Furchtbares im Krieg erlitten hatten. Schmutzig, mitgenommen, unrasiert, verschreckt, ängstlich. Und da hat man uns diese Kommissare gezeigt, seht, das sind die Juden, die wollen das deutsche Volk vernichten. Das ist der Plan des Judentums, Deutschland muss von der Landkarte verschwinden. Und um dem zuvorzukommen, werden wir die Juden ausrotten. Wurde dann genau geschildert, also wo man im Ausland Juden erreichen kann, werden sie kaserniert und vernichtet. Wir waren alle vor Schreck erstarrt. Und da ist einer aufgestanden, einer von diesen 15-jährigen Buben. Es war der Sohn aus einer bekannten Salzburger Nazi-Familie. Ich glaube, er war sogar mit dem damaligen Gauleiter Rainer verwandt. Er sagt, ja, das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht Menschen, weil sie Juden sind, einfach umbringen. Und da ist der Bahnführer Schieder in seiner Uniform gekommen und hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt. Junge, das verstehst du nicht, der Führer weiß schon, was er tut. Also ich habe im Jänner 1944 vom Holocaust erfahren. Wenn heute gesagt wird, man hat davon nichts gewusst, ich habe es gewusst. Und mir war klar, was da im Osten vor allem passiert und was das Schicksal der Juden sein würde. Dazu kam dann noch eine ganz persönliche Erfahrung aus der eigenen Familie. Mein Onkel hatte eine Wienerin geheiratet, deren Vater ein jüdischer Rechtsanwalt war. Ihre Schwester war mit einem jüdischen Zahnarzt in Wien verheiratet und die wurden gezwungen, an einem Transport teilzunehmen nach Theresienstadt. Da konnte die Tante noch einen Brief schreiben und dann wurde sie mit ihrem Mann nach Sobibor transportiert. Wir haben nie gewusst, was mit diesem Ehepaar tatsächlich passiert ist. Es war einfach verschwunden. Und viele Jahre später bin ich mit meiner Cousine, also der Tochter meines Onkels und meiner Tante, die Nichte dieser verschwundenen Frau, im Dokumentationsarchiv des Widerstands gewesen. Und die haben herausgefunden, dass dieses Ehepaar Stein in Sobibor am Tag nach der Ankunft vergast worden ist. Und das hat man im Jänner 1944 uns mitgeteilt. Ich hatte nicht den Mut, davon daheim zu erzählen. Das war so ungeheuerlich und ich hatte gefürchtet, dass sich meine Mutter irgendwo verplappern würde und dass das Wissen und die Verbreitung dieses Wissens also ungeheure Folgen würde haben können. Das war ein solcher Terrorapparat, dass zum Beispiel das Abhören von sogenannten Feindsendern mit der Todesstrafe bedroht wurde. Da gab es in Salzburg eine kleine Gruppe von höheren Landesbeamten, Hofräten, Oberregierungsräten, durchaus CVer, konservativ, Vaterländischer Frontmitglieder. Die hatten sich heimlich in der Wohnung eines dieser Herren getroffen, um
BBC zu hören, einen britischen Sender. Eine Tochter, ein Schulmädchen von dieser Herren, hat sich in der Schule verplaudert und die wurden alle eingesperrt. Einer davon zum Tod verurteilt. Und der Sohn dieses Hofrates war mit uns in der Heimatflakbatterie, wohl in einer anderen Schulklasse, aber in der gleichen Batterie. Da kamen eines Tages Gestapo-Beamte in diese Baracken des Militärs und haben nach diesem jungen Mann gefahndet, der allerdings von unserem Batteriechef geschützt wurde. Der hat gesagt, der ist auf Dienstreise, er ist nicht erreichbar. Die sind noch einige Male gekommen und hat der dann immer verstecken können. Der ist also nicht herangezogen worden. Sein Bruder allerdings ist eingesperrt worden. Unter diesem entsetzlichen Druck hat man also diese Kriegszeit erlebt. Mein Großvater ist ja dann wiederum inhaftiert worden und von der Gestapo ist er ungeheuer gequält worden, kam dann allerdings von der Gestapo weg zur Justiz und wurde in Landshut in ein Gerichtsgefängnis eingesperrt und hatte dann hier einen Prozess. Und zwar war er beschuldigt worden gegenüber einem Gesprächspartner, einem Kommunisten, abfällige Äußerungen über Hitler und über den negativen Ausgang des Krieges gemacht zu haben. Er wurde allerdings freigesprochen, nachdem dieser Mann seine Aussage zurückgezogen hat. Er war allerdings nach der Rückkehr von der Haft so krank, herzleidend, dass er am 3. Mai 1944 gestorben ist. Ich weiß nur, dass er immer noch Radio gehört hat, immer noch BBC gehört, Radio Moskau gehört hat, ich war auch zum Teil dabei, was also ungeheuer gefährlich war, also mit Todesstrafe bedroht war. Und dass er sich nicht sehnlicher gewünscht hat, wann fängt endlich die Invasion der Alliierten im Westen an. Nicht? Das hat er nicht mehr erlebt. Ich wurde dann im Alter von 17 Jahren zur Wehrmacht eingezogen. Nur nach einer Woche Ausbildung an die Front geschickt, zur Ardennenoffensive, zu der letzten großen Offensive der Nazi gegen die Westalliierten. Bei dieser Offensive sind 90.000 Deutsche und 60.000 Alliierte gefallen. Ich war dann noch einige Zeit an der holländischen Front und habe erlebt den Übergang der Engländer über den Rhein am 28. März 1945. Also chaotische Ereignisse, da sind die Menschen ringsum gestorben. Ich habe auch gesehen, am Rückzug über die Donau, dass sogenannte Deserteure, also Soldaten, die geflohen waren und keiner Einheit mehr zugeordnet werden konnten von der Feldgendarmerie, ausgeforscht und am nächsten Baum aufgehängt worden sind. Das sind 5 oder 6 Leute, die sind am Brückenpfeiler aufgehängt worden, sie dort nicht. Ich bin in eine Kriegsgefangenschaft geraten und wie gesagt, im Sommer 1945 konnte ich dann nach Hause zurückkehren. Ich war beim VSSDÖ, ich bin in Innsbruck dem VSSDÖ beigetreten und nach meiner Übersicht nach Wien bin ich beim Wiener VSSDÖ gewesen, war der Heinz Dahme, war der Obmann, nicht? Und das sind die ganzen Freunde, der Poldi Graz und der Beppo Mauer, die wollte ich dort kennengelernt, nicht? Das war also so meine politische Sozialisation. Und ich hatte also im Bücherschrank meines Großvaters schon als Volksschüler sozialistische Literatur gelesen, zum Beispiel die Memoiren der Lilli Braun. Das war die Frau des sozialdemokratischen Ministerpräsidenten von Preußen. Oder August Bebel, die Frau des Sozialismus. Das habe ich mit 10, 11 Jahren gelesen. Und habe vor allem intensiv in der Propyläer Weltgeschichte meines Großvaters studiert. Und das Erste, was ich mir nach dem Krieg besorgt habe, war übrigens, da war ein Agitationslokal der Kommunistischen Partei am Platzl, das Kommunistische Manifest. Und meine erste Seminararbeit an der Universität Innsbruck habe ich geschrieben über Ferdinand Lassalle. Ich habe mich also insbesondere auch damals schon mit dem Reformsozialismus beschäftigt, mit Bernstein und habe also dann Marx gelesen, Max Adler, Friedrich Adler,
Das war so meine Otto Bauer. Das war für mich also die wichtigste Lektüre der österreichischen Revolution. Und ich bin heute noch also tief beeindruckt davon, wie er die Geschichte der Sowjetunion vorausgesehen hat. Er sagt, dieses Experiment wird keinen dauernden Bestand haben, weil es an der gesellschaftlichen Basis vieles gibt und kein organisiertes Proletariat, keine Industriearbeiterschaft, nicht einmal ein liberales Bürgertum. Dieses Experiment wird scheitern. Also Otto Bauer war dann so einer meiner politischen Leitbilder als Student. Ich habe dann auch eine Dissertation geschrieben über die Entstehung der Bundesverfassung von 1918 bis 20 im Lichte der Wiener Tagespresse, also die Reflexion der Verfassungsauseinandersetzungen in der Wiener Tagespresse. Das war ein hochpolitisches Thema natürlich auch. Und das war sozusagen das Rüstzeug, das ich dann als junger Journalist benutzen konnte. Noch vor meiner Promotion habe ich in Wien mit der Hand geschrieben, einen Leitartikel, kann mich gut erinnern, über die Mitbestimmung in den Betrieben. Der ist dann auch gleich veröffentlicht bei den Demokratischen. Ja, ich wurde 56, also Nachfolge von Josef Kauter, Chefredakteur. Ja. Kam natürlich auch in den Parteivorstand, Landesparteivorstand. Habe an den Clubsitzungen des Landtagsclubs teilgenommen und war also hauptsächlich mit der Landespolitik beschäftigt. Und das war offenbar der Grund, dass mich Karl Steinacher dann gefragt hat, ob ich in die Landesregierung gehen möchte. Die Entscheidung ist mir sehr schwer gefallen, weil ich ja erlebt habe, was für ein gehetztes Leben und wie ungeheuer anstrengend und turbulent die Zeit meines Großvaters als Landesrat und Arbeiterkammerpräsident gewesen. Das hat mir sehr, sehr schwer getan. Hab mir aber die Zustimmung meiner Familie gesichert und die waren damit einverstanden. Obwohl es natürlich viele Opfer bedeutet hat. Also die Zeit, die man der Familie widmen konnte, war ja dann schon sehr, 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 sehr kurz und wenig nicht. Zunächst also habe ich Steinacher sicher in die Regierung geholt, weil ja Kaut Landeskulturreferent gewesen war und Leute, die sich mit Kulturpolitik beschäftigt, die ja nicht allzu dicht gesät waren. Ja. Und die haben mich ja bemüht, die Kulturpolitik also völlig umzukrempeln. Nicht? Also nicht nur Festspiele und große Aktivitäten, sondern also Basiskultur, Kultur aufs Land. Also das war eigentlich mein Thema zunächst einmal. Aber sicher haben also meine guten Kontakte und Freundschaften mit den führenden Gewerkschaftsfunktionären auch eine Rolle gespielt, dass ich dann also als Nachfolger vorgeschlagen wurde und also auch ohne Schwierigkeiten gewählt worden bin. Und ich habe also bis in meiner ganzen Salzburger Zeit immer engsten Kontakt mit den Gewerkschaften gehabt. Und wir mussten uns also auch auf die Expertise der Arbeiterkammerfachleute verlassen. Das war ja ganz wichtig, nicht? Also da gab es überhaupt keine Probleme und keine Friktionen mit der Gewerkschaftsfraktion. Wir hatten ja bereits 1969 Mandatsgleichheit mit der ÖVP erreicht. Sehr knapp ist. Das war also die Zeit der ÖVP-Alleinregierung. Die ja sehr unpopulär auch hier in Salzburg gewesen war. Und wir hatten also nur ein paar hundert Stimmen, also die stimmenstärkste Partei verfehlt. Und dann gab es die ersten Rückschläge. Die Benzinkrise hat also das Budget ein bisschen durcheinander gebracht. Es mussten Sparmaßnahmen, das Mallorca-Paket eingeführt worden. Und dann gab es außerdem die Tendenz, wenn Leute, die in der Bundespolitik rot gewählt haben, haben sie dann zum Ausgleich sehr gerne mal wieder anders gewählt. Und die politischen Veränderungen in Salzburg hingen ja sehr stark ab, welche Stimmenanteil die Freiheitlichen jeweils erreichen konnten. Wenn die stärker waren, haben also die beiden Großparteien immer auch darunter gelitten. Waren die schwächer, konnten wir davon profitieren. Und 1984 war eben dann ein gewisser Tiefpunkt, da war ja dann schon die absolute Mehrheit verloren gegangen. 83 und 84 haben wir also Stimmen und Mandate verloren. Allerdings konnten wir den dritten Regierungssitz noch behaupten. Dann war ja Kreisky damals schon schwer krank, das ist natürlich auch im politischen, in den Wahlen niedergeschlagen. Und Sinowatz ist dann zum Nachfolger bestellt worden. Ich war damals schon ein Mitglied des Parteipräsidiums, erweiterten Parteipräsidiums, gemeinsam mit Steinacher und habe also die Personalentscheidungen unmittelbar in Wien miterlebt. Ich habe mich damals also auch sehr, sehr stark für den Fred Sinowatz ausgesprochen, der ja Landesparteisekretär in Burgenland gewesen war.
den Durchbruch im Burgenland geschafft hat, war der erste sozialistische Landeshauptmann unter seiner organisatorischen Führung. Und er war dann Unterrichtsminister, aber also als Kulturreferent natürlich viel mit ihm zu tun gehabt. Wir waren eng befreundet, sodass er mich damals in die Regierung geholt hat. Und ich bin dann sehr bald draufgekommen, also wie schwierig es ist, mit der ÖVP auf schulpolitischem Gebiet zu verhandeln. Noch dazu, wo ja damals die Schulgesetzgebung 2/3 Mehrheit erfordert hat. Das war ein schwerwiegender Fehler der Ära Scherf gewesen, die 1962 eine Hochschulreform durchgesetzt hatten, mit Kompromissen natürlich. Aber um das abzusichern und nicht von einfachen Mehrheiten abhängig zu machen, die 2/3 Mehrheit erzwungen haben. Und das hat uns dann also vollkommen gelähmt. Also jede Neuerung wurde von der ÖVP blockiert. Der Schulsprecher war damals der Salzburger Schulratspräsident Schäfer. Das war mein Gesprächspartner, also ein Betonierer sondergleichen. Hingegen hatte ich also mit dem Friedrich Peter, dem Parteiobmann der FPÖ, die mit in der Regierung war, ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Was also einfach gesetzlich zu machen war, haben wir gemacht. Zum Beispiel bei damals die klassische Höchstzahl von 36 auf 30 reduziert. Da war es mit der FPÖ leicht, mit dem Finanzminister Farnitzky klarzukommen. Die Fristenlösung war bei der Bevölkerung durchaus populär. Okay. Nicht alle Reformen waren populär. Ich kann mich erinnern, 1969 wurde ich eingeladen, bei einer Muttertagsfeier der sozialistischen Frauen zu sprechen. Und da habe ich also aufgelistet, sage ich, wisst ihr überhaupt, dass ihr kein Recht habt in der Familie, über den Wohnsitz der Familie zu bestimmen? Ihr habt kein Recht, den Namen eurer Kinder festzulegen. Ihr habt kein Recht, irgendeine Entscheidung ohne den Ehemann zu treffen. Das wollen wir ändern. Und dann gab es die großen Reformen, zum Beispiel das Kindergeld und die Heiratsbeihilfen. Da haben die Sozialisten gefragt, warum braucht man das? Wir haben sie auch nicht gehabt, wozu braucht man das nicht? Also das war nicht ohne weiteres durchzusetzen. Also es wurde durchgesetzt, aber nicht plausibel, die haben das nicht verstanden. Warum wir haben es auch nicht gehabt, was brauchen die Jungen das nicht? Lechner war damals ungeheuer populär, nicht? Der hat sich so das Image eines Landesvaters gegeben und das hat also durchaus Anklang gefunden. Außerdem wurde Steinacher nicht so ganz richtig präsentiert. Da gab es zum Beispiel ein Plakat, wo er im Nadelstreifanzug präsentiert wurde und das war nicht glaubwürdig, nicht? Erst wie er dann später wieder zu seinem Stil gefunden hat, hat das wieder Anklang gefunden, aber damals war das also nicht unbedingt die Form, in der man sozialistischen Kandidaten den Wählern darbieten konnte. Und dann gab es natürlich also die Neigung der Menschen, wir haben einmal Rot bei der Bund, bei der Nationalratswahl gewählt, da das und das gefällt uns nicht, jetzt wollen wir die anderen. Auch ein gewisses Gleichgewichtsdenken war da auch vorhanden. Haslauer war in der gleichen Heimatflaggpartei wie ich gewesen. Also wir kannten das schon aus der Jugendzeit. Er ging zwar in das akademische Gymnasium, ich ins Realgymnasium, aber bei der Flak haben wir eineinhalb Jahre miteinander verbracht. Nicht? Wir kannten es also sehr gut. Und er hat also das auch immer sehr herausgestrichen, dass wir eigentlich also befreundet seien. Nun, befreundet waren wir nicht, aber wir hatten einen guten Kontakt miteinander. Und er war natürlich auch ungeheuer geschickter und trickreicher Verhandler. Ich kann mich erinnern, 1979 bei den Parteienverhandlungen nach der für uns erfolgreichen Landtagswahl, da haben wir also stundenlang, nächtelang verhandelt und er war also dem Alkohol nicht abgeneigt. Und da hat er also immer ganz kräftig zugelassen. Wir haben das immer hinausgezogen, bis also physisch buchstäblich am Ende war und dann zugestimmt hat, haben wir doch einiges bei diesen Verhandlungen erreichen können. Nicht? Und er war ein leidenschaftlicher Raucher. Was der Mensch zusammengeraucht hat, hat letztlich auch seinen relativ frühen Tod verursacht. Und wenn er nicht rauchen konnte, also war er irgendwo fast handlungsunfähig. Und das haben wir natürlich kräftig ausgenutzt. Na,
so ganz befreien konnte man sich von diesem Trauma 1934 nicht. Das hat also viele Jahre gedauert. Also ich weiß, als Journalist ist man immer wieder auf dieses Thema zurückgekommen und das hat also auch unsere Einstellung gegenüber den Konservativen stark beeinflusst. Dann natürlich war eine andere Generation dran und darüber ist also nicht mehr sehr viel gesprochen worden. Die haben zwar das immer noch zu rechtfertigen versucht und vor sich selbst zu rechtfertigen versucht. Dollfuß, das erste Opfer der Nazi, nicht der arme ermordete Bundeskanzler. Für uns war nicht nur das Opfer der Nazi, sondern war es auch der Arbeitermörder von 34 gewesen. Aber das hat dann nicht mehr die große Rolle gespielt und natürlich waren die Aufgaben, die zu bewältigen waren, so groß und so dringend, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen miteinander das machen, nicht? Zumal ja die Landesverfassung doch fast also diese Zusammenarbeit erzwungen hat. Also es gab ja keine Regierung und Opposition, sondern es war also eine Proporzregierung, bei der man irgendwo zu Ergebnissen gelangen musste, ohne dass man Mehrheiten einsetzen konnte oder nur sehr selten einsetzen konnte. Allerdings war das damalige Proporzsystem nach meiner Auffassung flexibler als das gegenwärtige. Denn damals gab es immerhin noch einige Male die Möglichkeit, mit der FPÖ gemeinsam Entscheidungen herbeizuführen gegen die ÖVP. Heute ist man durch dieses Wahlverfahren verurteilt zu dieser großen Koalition. Und diese große Koalition ist natürlich lähmend auf Bundes- und auch auf Landesebene. Also man wird sicher über längere Frist hinweg nachdenken müssen, doch zu einer Änderung des Wahlrechts zu kommen. Obwohl ich gerade jetzt und zwar durchaus verständlich Opposition bei den sozialistischen Frauen sehe, die fürchten, im Mehrheitswahlsystem würden die Frauen in den Vertretungen zu kurz kommen. Nicht? Aber trotzdem wird man sich Gedanken machen müssen, denn dieses System, wie es jetzt das Verhältniswahlrecht, also führt zu Lähmungserscheinungen, die gefährlich sind für die Demokratie. Wenn man sich da vor Augen führt, die Werbung, die sich die Salzburger Neuen plötzlich für eine neue Partei betreiben, na, das ist ja bedenklich. Nicht? Naja, mit der Grund, dass ich mich überhaupt entschlossen habe, nach Wien zu gehen, war die Hoffnung auf eine sozialliberale Zusammenarbeit. Das hat es ja in Österreich noch nie gegeben. Und der Liberalismus hatte in Österreich doch also sehr viele positive Spuren hinterlassen. Es gab also großartige liberale Politiker, noch in der Monarchie zum Beispiel, der Klein, der Schöpfer der Zivilprozessordnung. Das war wirklich Liberale und zu einem Bündnis zwischen Sozialdemokratie und Liberalen sind gekommen, die also von der politischen Bildfläche verschwunden waren. Und nun habe ich da eine Chance gesehen. Ich habe also als Student Kollegen gehabt, die dieser nationalliberalen Richtung sehr nahe standen. Darunter den Kurt Bieringer, das war der Schwager des damaligen Parteigründers, Viktor Reimann und der andere, der Name fällt mir jetzt ein. Jedenfalls stand der also dieser liberalen nationalen Bewegung sehr nahe. Und die Studenten haben oft diskutiert, also ob das nicht doch irgendwann zu einer sozialliberalen Koalition in Österreich kommen könnte. Und das war meine Hoffnung, dass das also irgendwie doch eine fruchtbringende Ära sein könnte. Sie war allerdings nur sehr kurz. Und ich hatte also in der Regierung mit den Liberalen, also mit dem Steger, das war der Chef der FPÖ, ganz einen guten Kontakt. Ich war fast befreundet mit dem Friedhelm Frischenschlager, der nachher das Liberale Forum mitgegründet hat, mit dem Ferrari Brunnenfeld, dem Staatssekretär, der Heider ausgebotet hat. Also da hatte man durchaus gute persönliche Kontakte und auch also eine gute Zusammenarbeit, vor allem mit dem Peter, der die Schulpolitik für die FPÖ geführt hat. Das war konstruktiv und positiv. Der Bruch in der FPÖ, das war klar, dass das das Ende dieser Koalition sein wird. Nicht? Das kam ja dann auch das Wahlergebnis von 87 mit dem Wechsel von Sinowatz zu Franitzky und da war es klar, dass diese kleine Koalition am Ende ist
Und da hat es also dann praktisch auch keine Kooperation mehr in diesen letzten Monaten mit der FPÖ gegeben. Das war praktisch aus, das war ein Auslaufmodell. Ich habe das sehr bedauert, zumal ich dann also ja in der Schulpolitik auf die große Koalition, auf den Großkoalitionär angewiesen war, wie schwierig das sein würde, nicht? Und wie einfach und positiv das mit den Liberalen damals gegangen ist. Also ich glaube, es war eine vertane Chance für die Liberalen. Er hat mich dann gebeten, weiter in der Regierung. Das heißt, ich hatte nach dem Wechsel ein Gespräch mit dem Fritz Sinowatz. Und der hat mich also gebeten, doch weiter in der Regierung zu bleiben, auch unter dem neuen Bundeskanzler. Und ich habe gesagt, du, das ist eine andere Generation. Ich konnte mich also auch mit der verstaatlichten Politik von Niskes nicht anfreunden, nicht diese totale Zerschlagung der verstaatlichten Industrie. Ich meine, da war sicher furchtbare Fehler passiert, aber so einfach also auf den Misthaufen der Geschichte zu schmeißen, das wollte ich nicht mittragen. Ich habe also dann mit Sinowatz gesagt, da würde ich also nicht mehr mitmachen können. Franz hat mir dann auch gebeten zu bleiben, bin dann also auch geblieben, aber dann bei der Neubildung der Regierung gesagt, also ich werde da nicht mehr mit dabei sein. Radlecker war ja viele Jahre im Parteisekretariat, zunächst im Clubsekretär und dann im Parteisekretär tätig, war dann Landesparteisekretär, hervorragender Organisator und der war der logische Nachfolger. Der logische. Da wurde das dritte Regierungsmandat frei, da war er, obwohl er sehr jung war, war er ganz logisch der Nachfolger, nicht? Der Steiner hat mich zwar vorhin immer ein bisschen gewarnt, weil er ja keinen Beruf jeweils ausgeübt hatte. Er hat das Studium mit abgeschlossen, war dann in der Partei tätig, hat mich ein bisschen vor ihm gewarnt. Heute hat er immer eine ganz andere Einstellung. Und er hat sich in der Regierung hervorragend bewährt, dann war er dann auch natürlich der logische Nachfolger, nicht? Und seine jetzige Haltung kann ich nicht unbedingt gutieren. Ich hätte mir gewünscht, dass er am Parteitag aufsteht und das sagt, was er dann da irgendwo in den Zeitungen verlauten hat. Das hätte ich gesagt, ja, das respektiere ich, das gefällt mir, aber so, gut. Okay. Aber ich mische mich nicht mehr ein in die politische Tagesdiskussion. Ich würde einmal zunächst die internationale Politik nennen. Okay. Ich habe also als Bittermann, der Präsident Internationale war, Anteil nehmen können an Beratungen der Internationale hier in Salzburg. Das waren großartige Erlebnisse. Im Hotel Europa waren versammelt Erich Oldenhauer von der SPD, Guy Mollet, der französische Ministerpräsident, Jupp Gelske, der Vorsitzende der Labour Party, Giuseppe Saragat, der italienische Sozialdemokrat. Da wurde Weltpolitik besprochen, dritte Weltpolitik, die dritte Welt. Das war internationale Politik. Und seitdem es das vereinte Europa gibt, gibt es kein internationale mehr. In der globalisierten Welt existiert die internationale nicht mehr. Also ich halte das für ein ganz großes Versäumnis, dass diese internationale Politik praktisch preisgegeben wurde. Es gibt zwar auf der Ebene des EU-Parlaments gibt es eine Fraktion, aber eine wirkliche weltweite Kooperation, die noch unter Kreisky stattgefunden hat, da war diese Konferenz in Cancun zum Beispiel, die er initiiert hat, das ist vorbei. Also international spielt die Sozialdemokratie keine Rolle mehr. Man sich erinnert, welche Rolle die Sozialdemokratie im Nahostkonflikt spielt hat. Also das diese friedlichen Lösungen zum Greifen nahegegeben. Das war Erfolg der Internationale. Das ist alles weg. Also ich würde vor allem also auf internationale Zusammenarbeit setzen. Vor allem auch in den osteuropäischen Ländern. Da hätte man sich doch bemühen müssen, den Menschen dort beim Aufbau einer Gewerkschaftsorganisation zu helfen, einer demokratischen, sozialistischen Partei mitzuhelfen, das ist alles vernachlässigt worden. Das ist meines Erachtens das größte Versäumnis unserer Zeit. Was ich mir für die SPÖ wünschen würde, eine gründliche Programmdiskussion.
Wir haben kein Programm. Ich habe verschiedene Anregungen gegeben, auch Salzburger Genossen, aber das ist alles untergegangen. Ich vermisse eine längerfristig geplante Politik in Österreich. In der aktuellen Politik sind wir viel besser als der Ruf der Partei derzeit ist. Wenn man sich das anschaut, wie Österreich hier dasteht, haben wir die Krise relativ gut gemeistert bisher. Also die sachlichen Ergebnisse sind durchaus im Großen und Ganzen zufriedenstellend. Da sind soziale Einbrüche großenteils vermieden worden. Es ist der große Wirtschaftscrash verhindert worden. Aber längerfristige Politik würde auch erfordern, eine Antwort auf diese Krise des Kapitalismus zu geben. Die haben wir nicht. Es gibt in der französischen Partei Ansätze zu Reformen. Die Schweizer Sozialdemokratie hat sich ein neues Programm gegeben. Ich habe das benutzt, die Schweizer Diskussion genossen bei uns aufmerksam zu machen, dass sie sich da in Verbindung setzen sollten, Kontakte herstellen sollten, auch über die Grenzen hinweg. Aber das ist passiert nicht und das tut mir leid.